Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition und ja, ich muss glaube ich sogar ins Spiel nochmal reintabbeln mit der Maus, so, das funktioniert zur Fälle. Und ja, im letzten Part haben wir ja gegen die ganzen Kindergartenkinder gekämpft und jetzt machen wir erst den Doppelkampf und dann gehen wir in das Haus rein, also in den Kindergarten. Denn ich glaube, da gibt's auch noch Kämpfe zu bestreiten oder wir bekommen da sogar irgendwas. Und die setzen Philou ein. Außerdem könnt ihr sehen, dass wir Simian jetzt doch mitnehmen. Erstmal. Und Simian jetzt auch gerade nichts bringt. Mit dessen Giuseppe voll wechseln werden. Und mit Jorklöffel Tackle einsetzen auf das Philou. Oder Feli. Feli Lu. Aber wir nennen es einfach nur noch Feli. Habe ich gerade so beschlossen. Ich hoffe auch, dass das jetzt tonmäßig alles ein bisschen besser ist. Also vom Hintergrund her. Denn ich habe jetzt ein bisschen was Schalldämpfendes aufgehangen. Und ja. Ich hoffe mal, das funktioniert. Und Tackle hat das Feli gekloppt, würde ich sagen. Vergewaltigt. Gut, es hat mit 1 HP sogar überlebt und setzt jetzt Kratzer ein. Und Grasmixer. Tackle, eine der beiden Attacken hat alle Fälle nicht getroffen. Ist aber auch in dem Fall egal. So, besiegt. Für beide Erfahrungen, für Sonnenjam auch. Ist für mich okay. So, nimm das sogar ein bisschen später wieder auf. Das hat mir sogar meine Vögel gehört. So. Oh, dein Pokémon-Team. Das sieht ja gar nicht gut aus. Wow. Was bin ich ins Pokémon-Center gegangen? Was sagst du? Hast du... Oh, ich hätte ja drücken sollen. So, was sagst du? Nichts Interessantes? Echt jetzt? Hier gibt's nirgendwo was Geiles, was mir jemand schenken möchte? Im Endeffekt sind wir gerade umsonst ist das ausgegangen. Wir haben nichts bekommen, einfach gar nichts. Einfach traurig. Oh. Chirin. Sarah, warte! Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern der Triorden stärker ist. Will die einen Kampf? Was soll denn das? Wir haben doch letztens erst gekämpft. Warum muss ich jetzt nochmal gegen dich kämpfen? Du setzt Floink ein. Gut, dafür Somnium wir vorne haben. Wir setzen erstmal einen Gena ein. Es kommt ein Rutenschlag von dir. Eigentlich rechne ich damit, dass du sowieso Glut einsetzt. Denn das tanken wir eigentlich weg. Denn wir haben bessere Spezialverteidigung als normale Verteidigung, also physische. Und das war ein Crit. Ja, den Crit nehme ich alle Fälle an. Den hätte ich auch mal verdient, wenn ich ehrlich sein soll. Ha! Deine Attacken sitzen nach. Ja, egal. Infekt schläfst du und ich glaube, eine Psy-Welle sollte dich töten, wenn ich treffen würde. Versuchen wir das gleiche nochmal. Genau, jetzt trifft's er. Genau, hat auch ausgereicht, perfekt. Und Simnia ist kurz vor einem Level Up. Bei Philly müssen wir natürlich auswechseln. Wechseln wir zu Seppichfeu. Ja. Ich denke mal, Seppichfeu ist eine gute Entscheidung. Grasmixer. Verkloppen wir dich. Na gut, ist egal, ob du Heule endest. Denn im Endeffekt. Obwohl. Ich wollte nochmal Grasmixer einsetzen, aber glaube, irgendwie hätte es auch getan. Hab mich gehört. Aber gut, dass du nochmal Heule einsetzt, statt anzugreifen. Tja, dann haben wir den Kampf locker gewonnen. Gegen Charon. So. Fast ein Level-Up für Seppifeu. Wieso nur? Blabliblub. Ja. Ich hab halt besseren Pokémon. Verstehe, so kämpfst du also. Aus dem Weg, weg da!
Oh, Plasma, ups, sorry. Was war das denn jetzt? Hoppala, Bell, sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Die sind dort lang, aber... Nun gut, sagt schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg, die haben sich ja aber schnell verkrümelt. Und was wird nun... Was wird nun aus meinem Pokémon? Nun mach dir doch keine Sorgen, alles wird gut, also weine bitte nicht. Sag schon, Bell, warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halt dich mal gut fest, diese Typen von eben haben dem Mädchen hier seine Pokémon weggenommen. Jön, warum hast du uns das nicht gleich gesagt? Na los, Sarah, wir holen das Pokémon zurück. Bell, du bleibst hier bei dem Mädchen. Aye, aye, Captain. Ich möchte trotzdem hier reingehen. Und hier taucht ein LEC-Paar auf. Ein Elektro-Pokémon. Okay. Setz mal eine Psi-Welle ein. Setz einen Ladevorgang ein. Okay, das ist für mich okay. Denn du lädst dich bloß auf. Eine Psi-Welle solltest du überleben. Genau. Dann gibt's schon auf Beutel. Nicht den Superball, sondern einen Pokéball. Dann fangen wir das. LEC-Bra. Oder LEC-Bar. Und es möchte nicht drin bleiben. Dazu kann ich nur eins sagen. Wenn du nicht drin bleiben möchtest, setzt du Gene ein, Somniam. Ach, du und der Nuxufib, ja. Schön für dich. So, dadurch wurdest du müde gemacht, dann können wir auch einmal eine Beschwörung benutzen. Setz doch mal Ladevorgang ein sogar, okay. Ich weiß gar nicht, was eine Beschwörung genau macht. Werden wir alle Fälle gleich herausfinden. Okay, schützt uns vor Volltreffern. Gut, Bella. Dann fangen wir dich. Eigentlich durftest du drin bleiben. Durch Schlafen. So, ja, sieht gut aus. Und ist drin. Klasse. LSC Teba wurde gefangen. Okay, neuer Eintrag aufgenommen. Wenn es Strom entlädt, blitzt seine Mähne auf. Auf diese Weise kann es auch mit Artgenossen kommunizieren. Spitznamen geben wir dir nicht. Bin sogar noch am überlegen, ob ich dich mitnehmen soll. Hier gab es eigentlich auch ziemlich viele Pokémon. Ich habe ja gehört, dass viele Leute gesagt haben, dass die Edition eigentlich ziemlich schlecht ist oder eine der schlechtesten. Aber ich kann das gar nicht nachempfinden. Ich finde die eigentlich cool. Also ich mag allgemein jedes Pokémon. So ist das jetzt mal nicht. Ich glaube, hier ist sogar eine Trainerin, ne? Genau. Oh, dein Team macht aber einen sehr guten Eindruck. Tell me, wie du... Irgendwas kämpfst? Kämpfst? Ich denke mal, kämpfst. Züchter. Oh, ist kein Ranger, ist eine Züchterin. Der hat einen Nagellotz vorne. Gut. Somniam. Psi-Strahl. Psi-Strahl, sag ich schon. Psi-Welle. Wie viel Schaden macht das? Oh, es macht sehr viel Schaden. Das nehme ich natürlich an. Somniam erreicht auch bald Level 15, das heißt, ich kann es eigentlich dann auswechseln nach diesen Pokémon, weil es sollte das Level erreichen. Und dann können wir Seppifol wieder nach vorne tun. So. Nice. Level 15 und du setzt dein Yogg-Lev ein. Setz mir Seppifol ein. Denn Seppifol sollte gut Schaden machen. Gegen das Yogg-Lev. Ja. Ich denke, wir setzen jetzt als Grasmix ein, aber. Sollte gut hinhauen. Ja. Macht guten Schaden. Silberblick bringt jetzt auch nur hier so viel, weil ich bin schneller als du. Und fast das doppelte Level so hoch. Aber sollten wir mal, glaube ich, sogar ein bisschen aufpassen, dass wir nicht weiter so hart trainieren. Aber gut. Seppifeuer erreicht Level 17. Du hast noch eins. Oh, ein Dusselgur. Interessant ist sowieso, dass es in jeder Edition ein Vogel-Pokémon gibt, was entweder drei Entwicklungen hat oder halt zwei. Und alle immer Ash besitzt hat in den Pokémon-Serien.
beispielsweise ein Taubsi oder halt Tauboga, was denn zu Taubos wurde, denn ein Huthut und Noctu, was gab's noch, wie heißt, Schwalbini, Schwalbos, was gibt's noch, Staralili, Staravia, Staraptor, dann kam glaube ich sogar Dusselgur, Navitaub und das letzte weiß ich gar nicht. Fassersnob, genau. Was gab's noch? Oh, Seppichwo entwickelt sich so. Nice. Perfekt. Ja, lasst mich mal überlegen. Okay. Glückwunsch, dein Serpify wurde zu einem Ephoserp. Ich glaube tatsächlich, danach kam schon, wie heißt denn das? Das Flug-Pokémon aus XY, was zu, Fiara oder so wird. Firia, irgendwie so, Fiara. Alle Fälle ist ein Feuerflug-Pokémon. Ich habe aber bloß gar keine Ahnung mehr. Dratini ist nicht richtig, weil das Drachen-Pokémon ist. Datiri, so war das. Ah, genau. Das ist das Datiri und die Weiterentwicklung weiß ich gerade nicht. Okay, aber wir reden jetzt hier mit Sharon kurz. Die Kerle sind hier reingelaufen. Sarah, du hast doch von allen nötigen Vorbereitungen getroffen. Ja, Hammer. Dann gehen wir natürlich rein. Und holen den kleinen Pokémon, kleinen Mädchen natürlich sein Pokémon wieder. Bei denen stoßt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln. But, was ist das für ein Wort? Da können einen die Pokémon doch leid tun, oder nicht? Gib sie uns einfach. Okay. Team Plasma mal wieder. Wir treffen viel zu oft auf Team Plasma, finde ich. So. Nugglot. So. Ich habe Lumnian sogar vorne, ne? So. Psywelle. Hast du noch ein Pokémon? Aua, es macht so viel Schaden. Setz noch mal eine Psywelle ein. Das wird ab. Okay. Wenn du jetzt nicht durchkommst, wirst du wahrscheinlich sterben. So, ne? Nagelotz wurde besiegt. So, Spieler besiegt. Okay, das war schon. Darf ich jetzt gegen einen anderen auch noch kämpfen? Wieso? Weshalb? Warum? Wir sind im Recht. Wie können wir da verloren? Gut gemacht, Sarah. Los, geht uns jetzt die Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückzugeben. Es ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden. Okay. Dann kommen halt nochmal zwei, die wir kalt machen werden. Ja, wir sind Sandkastenfreunde. Okay, dann sind wir halt Sandkastenfreunde. Freunde, obwohl ich dich zum ersten Mal sehe gerade. Oh, machen wir halt einen Doppelkampf schon wieder. Nagelotz und Nagelotz, wow. Die Pokémon sind on point. Ja. Und Somnium ist natürlich jetzt gerade aktuell nicht so vom Vorteil, dass das drin ist. Deswegen wächst mir auf, Seppichwo wollte ich gerade sagen. Ich meinte aber Yogg-Klaff. So. Ja, hast du gerade Eigler eingesetzt, statt irgendwas anderes Sinnvolles zu machen? Ah, eine herbe Enttäuschung. Okay, Glut. Ich weiß gar nicht, was ich angreife, auch das gleiche, aber ich mache guten Tackle-Schaden, dadurch ist das auch sogar fast down. Okay, wir kriegen wieder beide einen Biss ab, aber das macht uns eigentlich so im Grundsatz nichts. Ich greife sogar das falsche Pokémon an, ist aber egal, das ist jetzt sowieso down. So, Nagelotz. So, der hält auch ein bisschen Erfahrung, ist aber für mich okay. Perfekt. Noch ein Tackle, Flink ist sogar schneller. Deswegen dürfte es jetzt theoretisch down sein, genau. Und dann haben wir auch die besiegt. Lang lebe Team Plasma, sagen wir sogar.
Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und befreien sie. Diese so von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für einen Grund sich auf... Grund sie auch anführen mögen, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen. Also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Wie sollten wir Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Ja, das ist schon Unsinn gewissermaßen. Denn eigentlich mögen mich meine Pokémon und sind immer voll dabei. Also sehr bringe ich ihre Pokémon zurück. Ja, dann mach das. Ich möchte mich sowieso noch in der Höhle kurz umschauen. Neuer Eintrag. Hat ein sechseckiges Ohr. Sein durch das Erdreich gepresster Körper steckt Stahl in... Okay, Körper steht Stahl in Sachen Härte nichts nach. Also ein Stahlklumpen. Aber gut. Okay, taucht das andere Pokémon auch noch auf? Kommt das hier überhaupt? Ist in dem Fall jetzt auch nicht so wichtig. Wäre auch nur ein Flicksnoilets gewesen. Wir flüchten. Wir haben schon eins gefangen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr großartig kämpfen. Außerdem möchte ich, dass Yorkcliff das nächste Level erreicht. Und ich sehe gerade, dass er beide Items hat, die wir nehmen. Amarena-Beere. Das hast du und ein Ewigstein wahrscheinlich, genau. Du bist entkommen. Perfekt. Er hat mal Pokémon-Rennen. TM-Raub gefunden. Ist natürlich sehr praktisch gegen Ordoch, weil diese haben immer Bären bei sich. Aber gut, bevor wir zurück zu den Leuten gehen, also zu den Mädchen und unseren Freunden, würde ich sagen, beende ich den Part hier. Es war eigentlich ein sehr erfolgreicher Part, muss ich sagen. Im nächsten Part gehen wir dann die Route weiter absuchen. Vielleicht taucht noch ein Dusselgur oder so auf, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, ciao.